Hallo Veteraner, seid gegrüßt. Ich habe euch ja versprochen, wenn sich bei uns personell was tut, dann melde ich mich kurz wieder bei euch. Und es hat sich zumindest eine Kleinigkeit bei uns getan, denn Idissa Touré unterschrieb bei uns seinen ersten Profivertrag. Dazu herzlichen Glückwunsch, lieber Idissa. Das ist der nächste, der aus der U23 hochgezogen wird. Das ist ein Junge, der wirklich für sein sehr junges Alter, er ist am 29. April 20 Jahre jung geworden, der bereits sehr gute balltechnische Fähigkeiten hat. Manchmal hat man so das Gefühl, wenn man ihn so in der dritten Liga gesehen hat, dass er doch noch etwas übermotiviert wirkte. Also manchmal hat man wirklich so das Gefühl gehabt, dass er mehr wollte, als er eigentlich machen konnte, aber was will man denn verlangen? Der Junge ist mit 20 Jahren noch sehr jung und da kann man auch dran viel feilen und das ist auch das Gute wiederum, dann wird man auch noch viel feilen können. Und ja, ich freue mich jedenfalls sehr darauf, ihn künftig zu sehen bei uns. Ob er schnell den Sprung in den Kader schaffen wird oder nicht, das wird man sehen. Oder ob das Ganze bei ihm doch erstmal auf eine Ausleihe hinausläuft, vielleicht in die dritte Liga oder auch in die zweite Liga. Das alles wird man ja erleben, wenn wir mal schauen, je nachdem, was man mit ihm künftig vorhat. Vielleicht aber bekommt er auch schon gleich den Sprung ins kalte Wasser. Das ist ja auch oftmals für die Entwicklung ganz gut, wenn man zum Beispiel schwimmen lernt, nur als Beispiel genannt. Dann wird man ja auch nicht irgendwie großartig lange gehalten, sondern dann muss man auch selbst sehen, dass er möglichst schnell sich frei schwimmt. Ähnlich ist es auch so mit dem Profifußball. Oftmals ist es so, dass man möglichst schnell ins kalte Wasser geworfen wird und dann muss man zusehen, dass man nicht dann auch irgendwie mal so richtig den durchsetzt. Vielleicht sehen wir ihn ja auch bereits im Spiel gegen den FC Villarreal aus der spanischen Premier Division. Das ist ein richtiges Top-Team dort. Das wäre für ihn zumindest schon mal ein echter Prüfstein am Tag der Fans übrigens. So, und also erstmal, wie schon gesagt, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei den Profis, viel Spaß und viel Glück, lieber Idissa. Und das war's auch erstmal wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Pfingstmontag, genießt das tolle Wetter und ich melde mich wieder, sobald sich personell irgendwas Neues tut. Es gibt ja immer mehr das Gerücht, dass eventuell Martin Harnik zurückkommen könnte. Na, da bin ich ja mal drauf gespannt. Übrigens, ab morgen Abend bin ich dann wohl auch wieder bei Facebook erreichbar. Dann werde ich wohl die Probleme, die ich damit die letzten Tage hatte, auch endgültig ausgeräumt haben. Was soll's, aber für mich gibt es erstmal die nächsten Tage, gibt es einfach bei so einem geilen Wetter sowieso Wichtigeres als das. Also morgen Abend bin ich dann, könnt ihr mich auch auf Facebook dann wieder anschreiben. So, und das war's auch erstmal wieder von mir. Genießt das schöne Wetter und bis dann, lebt lang grün-weiß, lebenslang Werder Bremen. Bis dann, ciao, ciao.